Man kann es kaum glauben, aber das hier ist die 50. Folge Headlines. Wahnsinn! 50 Folgen Headlines, unser erstes rundes Jubiläum und zur Feier des Tages gibt es auch diesen kleinen Tapetenwechsel hier. Und ich muss sagen, ich freue mich mega, wie alles gelaufen ist. Ich bin vor allem sehr glücklich, wie gut das Format bei euch ankommt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht alles nur eitel Sonnenschein, sondern ich muss mir auch Kritik gefallen lassen. Und ein Vorwurf, der tatsächlich häufiger kommt, seitdem ich mit der Sendung angefangen habe, lautet: Anders, du Drecksau, du Mistdrecksau, du Homo-Dreckswurz, du Fotze des Drecksystems. Worum es mir bei diesem Kommentar zu einem meiner Videos geht, ist das Ende. Fotze des Drecksystems. Der Skandal, dass Headlines Teil von Funk ist. Funk ist, falls ihr es noch nicht wisst, das junge Angebot von ARD und ZDF und somit ist wiederum Headlines Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und jetzt gibt es Leute, die sich beschweren, was ich mir denn erlaube, als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Stellung zu beziehen gegen die AfD oder Trump oder Erdogan. Der Kanal wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert. Gerade unter dem Gesichtspunkt ist es seine absolute Pflicht, neutral zu berichten. Okay, zwei Dinge. Nummer eins. Das hier ist ein Meinungsformat. Ich kommentiere Dinge. Die Tagesschau macht das beinahe täglich. Ich mache es einmal die Woche. Hilfe. Und zweitens, ich glaube, wir müssen hier mal was ganz Grundsätzliches klarstellen, was oft falsch verstanden wird. Öffentlich-rechtliche Berichterstattung bedeutet nicht, dass man sich von jedem einfach alles ins Mikrofon labern lässt und dann unkommentiert stehen lässt. Ja, ein AfD-Politiker fordert, alle Befürworter der derzeitigen Asylpolitik an die Wand zu stellen. Und nun zum Wetter. Lars? Es gibt Kugelhagel! Gute Nacht. Wenn ihr das als erstrebenswerte Art der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung seht, dann wirklich gute Nacht. Aber der allererste Punkt in den ARD-Anforderungen an die Gestaltung von Sendungen und Angeboten lautet: Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Die Programme und Angebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit zu stärken. Finde ich keinen schlechten Maßstab. Und die Würde des Menschen und die Achtung vor der Freiheit schützt man eben nicht nur, indem man brav die Fresse hält und die Hände in den Schoß legt, während andere sie gerade mit Karacho angreifen, sondern indem man gerade dann den Mund aufmacht, indem man sich gerade dann für die Demokratie gerade macht. Dass man sagt, ich kann nicht glauben, dass wir ernsthaft darüber diskutieren müssen, aber Gewalt und Mord sind inakzeptabel. Also in jeder Form, aber insbesondere staatlich organisiert. Und wenn ihr erwartet, dass es die Aufgabe einer freien Presse ist, oder meinetwegen auch nur der Öffentlich-Rechtlichen, neutral zuzuschauen, wie solche Forderungen kommen, wie Pegida-Anhänger Galgen mit zu Demos bringen oder ein Flüchtlingsheim nach dem nächsten abbrennt, dann habt ihr entweder einen sehr niedrigen Anspruch an Journalisten oder aber ein äußerst spannendes Verhältnis zu Demokratie an sich. Also verratet mir mal eins. Wenn ihr mitbekommt, dass gerade jemand bedroht und ausgeraubt wird und ihr geht einfach weiter, kümmert euch nicht drum, verständigt nicht die Polizei, verhaltet ihr euch dann neutral oder seid ihr sogar schon in gewisser Weise mitverantwortlich? Und so ähnlich verhält es sich auch mit Journalisten. Wenn sie mitbekommen, dass die Demokratie bedroht wird, dann müssen sie Alarm schlagen. Und da geht es auch nicht nur um den vielbeschworenen Kampf gegen Rechts, über den sich manche Leute schon lustig machen, sondern da geht es auch darum, wie deutsche Waffen an Gesetzen vorbei in Krisenregionen gelangen, wie Parteien Treffen mit Politikern an Wirtschaftsvertreter verkaufen, wie die Geheimdienste systematisch ihre Befugnisse überschreiten. Fun Fact: Das weltweit erste Fernsehinterview mit Edward Snowden nach Bekanntwerden der NSA-Überwachungsaffäre, in die der deutsche BND übrigens komplett mitverstrickt ist, hat die ARD gemacht. Die blöde, gesteuerte Staatspropaganda ist kurioserweise immer relativ weit vorne mit dabei, wenn es um die Aufdeckung demokratischer Missstände geht. Wenn das für euch schlechte Gesellschaft ist, okay. Aber vielleicht seid ihr auch einfach nur der Ansicht, dass die bessere Herangehensweise für die Verbreitung von Botschaften eher so die Medienstrategie der AfD ist, laut der mit geplanten Provokationen eine Eskalation der Konflikte herbeigeführt werden soll. Und wenn Leute anderer Meinung sind, dann sind das Zielscheiben und keine Zielgruppen, die man überzeugen will. Damit das klar ist, das sind jetzt keine fies ausgedachten Zitate eines gemeinen Zeitungsredakteurs, der die AfD schlecht dastehen lassen will, sondern das sind ihre eigenen Worte. Das hat die AfD selbst geschrieben. Und natürlich könnt ihr das jetzt total toll finden und viel besser als Medienstrategie, als den langweiligen Ansatz der Öffentlich-Rechtlichen.
aber ich für meinen Teil bleibe tatsächlich lieber bei der Würde des Menschen und der Achtung vor der Freiheit.